Ja, nochmals guten Morgen auch von meiner Seite. Mein Name ist Christine Kapper. Ich bin von der Uni-IT Abteilungsleiterin für Lehr- und Forschungsunterstützung und ich darf Ihnen den ersten Vortragenden in diesem Hörsaal vorstellen. Herr Universitätsdozent Dr. Martin Ebner ist Leiter der Abteilung Vernetztes Lernen an der Technischen Universität Graz und ist dort für sämtliche E-Learning-Belange zuständig. Weiters forscht und lehrt er als Medieninformatiker am Institut für Informationssysteme, Computermedien rund um technologiegestütztes Lernen. Hier beschäftigt er sich besonders mit mobilem Lernen, den Auswirkungen von Social Media und Learning Analytics und gilt als großer Vertreter von Open Educational Resources. Neben der Mitwirkung an nationalen und internationalen Gremien setzt er sich auch sehr für das Schul- und Hochschulwesen in Österreich ein. Seine Motto: Bildung zugänglich machen. Entsprechend ist er einer der Gründerväter der Plattform eMOOC. Neben diesem Projekt ist er im deutschsprachigen Raum für sein Lehrbuch L3T bekannt, welches das erste frei zugängliche seiner Art war. Martin Ebner ist Präsident des Forums Neue Medien Austria. Wir freuen uns jetzt auf seinen Vortrag unter dem Titel Studierende und ihre Anforderungen an die IT von heute. Bitte, Martin. Ja, liebe Christine, recht herzlichen Dank für diese Einleitung und diese unglaublichen Worte, was man da hört. Sie sehen, also ich habe zuerst dann auch mal das einfach stehen lassen. Was ich heute tun will, ist also nicht über unsere Projekte zu reden, sondern wir haben sehr, sehr viele Zahlen und Umfragen gemacht und ich habe jetzt alle mal in einem Vortrag zusammengewürfelt. Gar nicht so sehr interpretierend, sondern einfach herlegend, also zum Denken und Anregen, was passiert in unserer Jugend und aufwärts und was können wir also heute darüber aussagen. Demnach ist also der Titel Studierende und ihre Anforderungen an die IT von heute, und das bin ich also gebeten worden, also wenn heute jemand an die Universität kommt, was ist das für ein Profil, was erwartet sich ein Student, eine Studentin bei uns und was heißt das und was sind das für Schlussfolgerungen zu tun. Ja, angesprochen worden ist es, ich bin natürlich im Netz zu Hause, das heißt, wenn jemand möchte und mich kontaktieren will, er wird es also auf alle Fälle schaffen, sei es Facebook, Twitter oder sonstiges. Sie können also mich gerne also immer mit Fragen konfrontieren und also auch Anregungen schicken. Wie gesagt, wir arbeiten also eigentlich fast rund um die Uhr an diesen Themenfeldern. Ja, anfangen natürlich ganz unten. 2001 hat ein Mann namens Mark Brinsky, der also kein Wissenschaftler ist und auch keine wissenschaftliche Untersuchung gemacht hat, aber doch auch mit einem Aufsatz durchaus Aufsehen erregt, indem er gesagt hat, haben sich unsere Studenten nicht schon radikal geändert? Ist also das Bildungssystem, das wir heute haben, überhaupt noch adäquat? Und hat den Begriff Digital Natives geprägt. Wie gesagt, ohne Empirie dahinter, das aus wissenschaftlicher Sicht alles sehr fragwürdig, er hat einfach aus der Beobachtung herausgeplaudert. Ich verwende auch bei dieser Folie immer dieses Bild im Hintergrund. Ich habe das 2005, 2006 schon gemacht. Damals hat man von Zukunft gesprochen, also heute würde ich meinen, wenn ich das auf den Universitäten aufnehme, ist das alltägliches Leben. Das habe ich also auch 2004, 2005 schon prognostiziert, dass die Studenten also keinen Rechner mehr brauchen, sondern einen Sitzplatz, wo sie einen guten WLAN-Zugang haben und einen Stromstecker. Ja, das war eine Riesendebatte. Die Debatte ist sehr groß, wie Sie sehen. Also es gibt also hier Hunderttausende an Begriffe. Der berühmteste ist, also gibt es einen sogenannten Digital Native. Man hat auch von der Net Generation gesprochen, von einer Generation Ad bis hin zum Homo Sapiens, auf die Anlehnung, dass man so nur mit der Fernsteuerung herumzetten, und hat also diesen Leuten durchaus auch andere Eigenschaften suggeriert. Es hat eine riesen Diskussion gegeben über Digital Native versus Digital Immigrants, das heißt also alle jene, die bei der Geburt noch kein Internet hatten, werden als Digital Immigrants bezeichnet, dazu gehört also auch ich. Und der Rest wächst also quasi mit diesem Medium auf, als wäre es immer vorhanden. Und sehr spannend auch wahrscheinlich, also diese ganzen Aufsätze, wo man sagt, also das Problem ist, also das Problem ist vielleicht übertrieben, aber warum etwas Maus heißt oder warum etwas Desktop heißt, das ist deswegen, damit wir als sogenannte Digital Immigrants uns irgendwie Analogien herstellen können und verstehen, wie der Computer vermeintlich zu arbeiten. Ich habe also eine kleine Tochter, der habe ich im Leben noch nie erklärt, was ein Pinch ist und was ein Zoom-Out und ein Zoom-In ist, und die kann den Tablet bedienen ohne Probleme. Und das ist das Problem. Das heißt, dass jemand, der neu eine Technologie, die er vorher nicht gehabt hat, dem müssen wir es erklären, irgendwie Analogien geben, damit er versteht, warum er das macht.
jemanden, der das selbstverständlich hinnimmt und das eigentlich kennt, dem braucht man auch nicht erklären, wie das Gerät funktioniert. Also wir haben dort eher die umgekehrten Probleme, dass mein Sohn immer wieder versucht, auf das Touchpad irgendwie drauf zu klicken und den Zoom zu machen, und das funktioniert bei den meisten Geräten eigentlich nicht. Und er fragt sich eigentlich, warum geht das da nicht. Ja? Also das ist halt für diesen Zeitalter entstanden. Ja, dann hat es einen großen Aufsatz gegeben, 2005 bereits, wo man den Kindern also gänzlich neue Eigenschaften zugesprochen hat. Also sie können besser mit Bildern umgehen, sie haben also andere Wahrnehmungsmöglichkeiten, sie arbeiten schneller, haben viel eine schnellere Response-Time, und da muss man also auch das Bildungssystem umkrempeln. So also 2005 einer der großen Aufsätze. Dann ist also eine riesige Debatte losgegangen, also auch in der Wissenschaft, gibt es denn die überhaupt, können wir also die nachweisen, wie unterscheidet sich also ein Digital Native von jemandem, der also das auch nicht hat. Gibt es also schöne Bücher, unter anderem von Anastasia Gutstein, und die hat also Folgendes auch postuliert: digitales Leben ist für Jugendliche normal, selbstverständlich und nicht mehr wegzudenken. Ja, das ist also für die Kinder und Studenten von heute einfach vorhanden. Es ist zu beobachten, dass das Leben der Jugendlichen immer mehr öffentlich wird. Zum Teil ist es bewusst, zum Teil gewollt, und zum anderen mangelt es an Medien, Klammer auf, Klammer zu, Erziehung. Also wir haben keinen Medienunterricht an unseren Schulen. Ich gehöre also zu den größten Vertretern in Österreich, die sagen, Medienerziehung ist heute unablässlich und ganz wichtig, damit wir auch den Kindern erklären, was passiert mit all diesen Dingen und Fotos, die sie durch WhatsApp und Co. schicken. Ja, auch guter Kollege Johann Günther hat ein Buch dazu geschrieben und ist also zur Feststellung gekommen, Natives konsumieren intensiver, prägnanter und kürzer. Also das ist also das berühmte Leseverhalten, das sich also durch die Webseiten also doch auch merklich bei uns Erwachsenen geändert hat. Also zumindest auch bei mir, ich lese heute sicher anders wie vor 20 Jahren. Ja, dann ist Rolf Schulmeister gekommen, 2007, 2008, der hat also eine Metastudie gemacht, der hat sich verschiedenste Aufsätze genommen, empirische Daten. Und er hat gesagt, also man kann das also nicht weiterführen in Einzelfallberichte, man muss sich jetzt also wissenschaftlich damit auseinandersetzen und schauen, also welche Änderungen gibt es denn tatsächlich. Und er kommt unter anderem zum Schluss, dass die Tatsache, dass heute eben andere Medien genutzt werden als in früheren Zeiten, rechtfertigt es eigentlich nicht, eine ganze Generation als andersartig zu mystifizieren. Jetzt nichts wirklich Spannendes, aber wie gesagt, wenn man die Geschichte zurückschaut, auch das Buch, das Video, das Fernsehen, wir haben alles in unserer, jede Generation hat sein Medium gehabt und wir leben alle noch, und das funktioniert auch eigentlich ganz gut. Ja, beginnen durch ganz unten. Ich habe also einen Film mitgebracht, der mittlerweile auch schon in die Jahre gekommen ist, aber ich glaube, dass er das Ganze ganz gut also schildert. Was wir gemacht haben, ist, wir haben vier Kindern einen Technologien gegeben. Einfach in der Hand, so wie Sie kennen das auf dem Fernsehen, ich glaube Dienstag hat das geheißen, der beschreiben soll, was ist denn das, und so weiter und so fort. So, ein bisschen lauter schalte ich. Also Rechenschieber, also ist wahrscheinlich vereinzelt, gibt es jemanden, der noch damit rechnen kann, mein Großvater hat es mir auch erklärt. Die Frage ist, was ist das an die Kinder, wie gesagt, 4 bis 9 damals. Jetzt können wir ein bisschen lauter schalten. Ja, also es ist nicht wenig überraschend, mit Rechenschieber können die Kinder von heute nichts mehr anfangen. Also es bleibt irgendwie was zum Ausmessen. Schallplatte, ne? Also habe ich noch in meiner Jugend von meinem Vater in die Hand nehmen dürfen. Universitäten in Brasilien.
auch Dias. Ne? So. Disketten. Stehen noch 500 sicher im Keller. Das ist ganz gut. Ja. Videokassette, habe ich mir gedacht, kennt jeder Haushalt noch. Also keine Ahnung, was ich mit der machen kann, offensichtlich. Das wird zur Riesenkassette, das ist mir nicht so schlecht. Das Gegenbeispiel, ja. Also damals 2 Jahre am Markt gewesen, das iPhone. Und Tablet-PCs immerhin schon 20%. Das war schon wieder 3 Jahre alt.
Ein eigenes Handy ist seit Jahren Standard, sagen sie hier. Ein eigenes Tablet, wie gesagt, haben nur noch 7% im Prinzip der 12- bis 19-Jährigen. Und 2013 ist die Besitzrate von Smartphones hat sich in den letzten Jahren extrem gesteigert. Das heißt, wir sind also da schon auf 72%, wie Sie sehen, dass mit der massiven Verbreitung von Smartphones die Bereiche Kommunikation, Information, Unterhaltung, aber auch die Mediennutzung selbst eine andere Bedeutung bekommen. Und, das ist natürlich für uns ganz wichtig, das mobile Internet ist im Alltag angekommen, also deutschsprachiger Raum. 2014, das ist die letzte, weil die Studie kommt also immer im November raus. Was war hier wesentlich drinnen? Das Medienangebot, wie gesagt, ist mittlerweile extrem vielfältig. Die Smartphones stehen kurz davor, also quasi mit der Vollausstattung. Wir sind jetzt bei 94% in den Familien vorhanden. Und hier zeigt sich eine deutliche Steigerung im Vergleich zu vorher, ähnlich bei Tablet-PCs, die bereits in fast der Hälfte aller Haushalte vorhanden sind. Das heißt, es wächst also dramatisch an. Und die Geräte sind vorhanden und das heißt natürlich auch, dass Kinder und Jugendliche damit umgehen können. Ich falle jetzt zeitlich ein bisschen zurück und wir haben also 2009, das war die Phase vor diesen Smartphones, ja, das waren die sogenannten Media Enriched Phones, Sie erinnern sich, ja, also man hat schon ein bisschen was machen können, E-Mail ist auch schon gegangen, aber halt so richtig draufdrücken ist dann halt so gewesen, eine Umfrage gemacht bei Schülern. Der Fragebogen ist alles, was Sie da sehen. Ich habe also nicht mehr gefragt, wie alt bist du denn, welches Handy besitzt du, gibst uns bitte dein Modell an und für was verwendet man das Handy. Also möglichst einen simplen Fragebogen, wo man relativ viel auslesen kann. Es waren 6 Schulen beteiligt, 1130 Schülerinnen und also über 20 Lehrer, die also jeweils zu diesen Klassen gehört haben. Die demografische Verteilung sieht man, ist also im Alter von 10 bis 16 gewesen, die meisten also so 11, 12, 13 Jahre. So, was kommt da raus? Wenig überraschend, der Besitz natürlich, also damals schon bei den 10-Jährigen 93% ein Media Enriched Phone gehabt, also ich rede jetzt von 2009, ich komme gleich noch einmal auf was Neueres. Die 100%, das heißt das letzte Elternteil wurde im Alter von 14 überzeugt, dass es jetzt notwendig ist, ein Telefon zu haben. Das heißt also, da ist die 100% Penetration erreicht. Die technische Ausstattung, damals völlig klar, Kamera, Sie können Bluetooth machen, sehr wenig noch GPS und WLAN. Wie gesagt, diese Telefone haben das technisch noch nicht gekommen. Auf die Frage, was machen die Kinder damit, auch für damalige Verhältnisse wenig überraschend, hauptsächlich SMS schreiben, Bilder machen, noch sehr, sehr wenig im Internet. Wie gesagt, mobiles Internet ist erst ein bisschen später gekommen. Verwendungstyp nach Schule, also ich habe damals noch Hauptschulen gehabt, die also weiter zu neuen Mittelschulen konvertiert worden sind, aber wenn Sie sich diese Balken anschauen, dann sehen Sie wenig Unterschied. Also es kann man jetzt nicht sagen, dass die Hauptschule, die ist schon schlechter gestellt und da ist es was anderes, sondern es ist durchgängig durch alle Schulen etwa gleich. So, was war das Spannende aber an dem Ganzen? Und ich spreche also seitdem immer vom sogenannten 80-25-Gap, der sich, glaube ich, bis heute nicht dramatisch verändert haben. Auf die Frage hin, ob man das Mobiltelefon zu Lehr- und Lernzwecken verwenden sollte, haben immerhin 81% der Schülerinnen gesagt, sie würden es gern für Lehr- und Lernzwecke verwenden. So, jetzt schauen wir uns einmal die 20 Lehrer an. Bei den 20 Lehrern haben alle ein Mobiltelefon zu dieser Zeit gehabt. 55% konnten uns sagen, welches Telefon sie haben. Ich gebe zu bedenken, bei 1130 Schülerinnen haben alle gewusst, was sie haben. Also, das ist allein der Unterschied. Und nur die Hälfte von denen, die es uns sagen konnten, ja, haben ein vergleichbares Device gehabt zu den Kindern. Das heißt, der Rest hat irgendwie offensichtlich wirklich nur ein Telefon eingesteckt, wo es nicht viel mehr geht. Und nur diese 25%, die also quasi auf dem Stand der Kinder waren technisch, haben sich tatsächlich auch vorstellen können, Mobile Learning durchzuführen. Und das ist jetzt immer mein 80-25-Gap. Wir haben ein Riesenproblem im Bereich also der Lehrenden, die natürlich in das hineinwachsen, die Technologie wächst ihnen über den Kopf hinaus, das verstehe ich alles, aber es ist ein dramatisches Problem. Wir kommen also hier im Bereich der Lehrerbildung also nur sehr, sehr schwer hinterher, weil wie gesagt, die Devices ja bei Apple sich im Jahresrhythmus auch wieder ändern. Unterschied 2009, 2013, weil jetzt könnte man sagen, ja, aber wie schaut das dann heute aus? Dazu habe ich auch eine kleine Umfrage noch dabei, die wir gemacht haben, also zum Beispiel sieht man 2009, dieser Balken hier auf die Frage hin, wie oft schreibst du E-Mails, sehen Sie also 80% der Kinder haben gesagt nie und das hat sich 2013 auf 40% bereits reduziert. Und ich weiß auch, wann ungefähr die 100% Penetration erreicht wird. Wo glauben Sie, steht die jetzt gerade? Jedes Kind hat sein Telefon.
Jahre gesunken. Also vierte Klasse, Volksschule, das ist so der typische Zeitpunkt. Jetzt geht es aber nicht mehr, liebe Eltern, jetzt brauche ich es wirklich. Also in den Bereich neue Mittelschule, Gymnasium, haben sie also alle Telefone in der Regel eingesteckt. Also das ist wirklich sehr selten, dass man jemanden antrifft, der wirklich nichts hat. Also es geht dramatisch nach unten. Und wenn Sie in die Volksschule 6 Jahre hineinschauen, also da sind wir auch weit über 50%. Ja. Also das, die kommen schon, die Kinder, und haben Geräte eingesteckt. Zu bedenken ist, also zum Mond sind wir geflogen mit wesentlich schlechteren Computern. Die Kinder haben also Geräte eingesteckt, da können sie Mondflüge machen. Man sollte vielleicht also darüber nachdenken, wie ich diese Power auch nutzen kann. Jetzt mache ich den Switch. Jetzt sage ich, Jugend, wissen wir, wie also daherkommt, die sind also sehr gut mobil ausgestattet. Wie schaut es denn bei den Studenten aus? Ich habe also hierzu eine 8-jährige Langzeitstudie, mittlerweile mit einem N von über 6.000. Was wir machen ist, also wir haben die sogenannte Oikantes an der TU Graz, und dadurch, dass ich sie leiten darf, kann ich denen einen Fragebogen unterjubeln, und in diesem Fragebogen versuchen wir, die technische Ausstattung abzufragen und was sie so im Web eigentlich machen. Und das also wie gesagt seit 2007, und ich habe also die neuesten Ergebnisse jetzt also schon wieder mit vom heutigen Jahr. Die Frage nach dem Gerätebesitz schaut also so aus. Meine Studenten, also jetzt der Technischen Universität Graz, besitzen zu 70% einen PC. Sie haben also zu über 60% einen Laptop. Und wie gesagt, wir haben noch nicht ganz die 100% Penetration bei Smartphones. Sie haben also noch was anderes durchaus auch eingesteckt. Das ist die derzeitige Situation. Bei den Smartphones ist es wenig überraschend, hauptsächlich Android-Devices sind billiger, gratis, und der Rest gehört natürlich von Apple. Die anderen gibt es auch, aber die sind also, wie man sieht, relativ unbedeutend. Spannend ist natürlich der dramatische Fall dieser Linie. Das sind also die klassischen alten Medium-Rich-Phones. Die sind also, wie gesagt, in einer Größenordnung von 4% noch vorhanden. Für uns spannend sind diese Sprünge. Die E-Reader sind im Kommen, das sind auch schon immerhin 13-14%. Das heißt also, wir arbeiten im Bereich von jeder 6., 7. Student hat bereits einen E-Reader, Kindle und Sonstiges, und wird natürlich auch irgendwann erwarten, dass die Universität für diesen Geräte was tut, ungefähr vergleichsweise zu den generell zu den Tablets, also die dümpeln also in dieser Größenordnung herum. Spannend ist natürlich, was völlig klar ist, also der MP3-Player befindet sich im freien Fall, man braucht also niemand mehr, wenn man ein Smartphone hat, das sind also die Gerätebesitzer. Wir haben also eine sehr hohe Kultur schon in verschiedensten Geräten. Viel spannender für uns ist also auch das Kommunikationsverhalten, da ist die Fragestellung, mit welchen digitalen Dingen kommunizierst du auf täglicher Basis. Wenig überraschend ist wahrscheinlich E-Mail, 90% sagen, ich schreibe täglicher E-Mail. SMS ist auch wenig, erstaunlich, 80%. Spannend ist einmal die dritte Säule, also 80% sagt, sie sind täglich auf Facebook unterwegs. Warum es hier nur 1, 2, 3, 4, 5 Säulen gibt, ist, weil es die markanteste Änderung der Langzeitstudie war. Wir haben innerhalb von einem Jahr einen Anstieg von 1 auf 80% gehabt. Das war der Hype von Facebook, und seitdem haben wir eine sehr hohe Population in diesem sozialen Medium. Wenn man vergleichsweise schaut, es gibt schon auch Google Plus bei unserer Umfrage, wir haben auch Twitter in unserer Umfrage, aber das scheint also eher unbedeutend zu sein, um es also so zu formulieren. Was vielleicht jetzt auch spannend ist, also Newsgroups für die Techniker, die sind im freien Fall, das ist also auch etwas, das also stark zurückgeht. Skype hält sich ganz gut, und der Rest, wie gesagt, ist auch hier stark rückläufig. Und dann gibt es also seit heuer, haben wir also auch aufgenommen diese Säule hier und haben gefragt, also WhatsApp, wer hat denn das, wer verwendet das, und wie gesagt, also es ist auf der Höhe von Facebook mittlerweile, das heißt also, ich sage seit heuer nur mal, die WhatsApp-Generation ist da. Das ist eine andere Form des Austausches, es geht natürlich in vielen Bereichen viel schneller, aber jetzt sind die da. Ja, die voriges Jahr war es noch sehr ruhig, was WhatsApp betroffen hat, jetzt gibt es also plötzlich einen Sprung von, glaube ich, 5 auf 80. Ja, das ist also schon markant, jetzt kommt die Kultur, was WhatsApp betrifft. Wir fragen natürlich auch durch, also wie schaut es denn eigentlich mit E-Learning-Plattformen aus an den Schulen, weil wir haben also eine große Strategie, Moodle für alle und Sonstiges. Sie sehen also, die größte Säule ist immer noch da, bei nie, also wir haben wenig gemacht, bis gar nichts, und erstmalig haben wir auch aufgenommen die Frage, wie schaut es denn im Verhältnis zwischen digitalen und analogen Materialien, Lehrmaterialien aus, wo sind da die Säulen, also hast du das Gefühl, es ist also mehr digital, mehr analog, und Sie sehen, ja, die zwei großen Säulen sind hier, die sagen, es ist mittlerweile ausgeglichen oder noch etwas ein Übergewicht bei analog, aber es heißt auch, die digitalen Materialien nehmen jetzt an den Schulen schön langsam also immer mehr zu. Ja, dann die Frage hin, was verwendet man zum Lernen? Ja,
das auch wenig überraschend eigentlich, wir sehen, die großen Säulen sind YouTube und Wikipedia, das kennt also jeder unserer Studierenden, da sind sie zu Hause. Sie verwenden auch noch irgendwelche Textsoftwaren und sie verwenden natürlich den starken Kommunikationsbereich, also um sich auszutauschen. Früher hat man halt den anderen angerufen, heute schickt man WhatsApp oder Chat oder Facebook. Alle anderen Anwendungen haben einen Schattendasein. Also so richtig sagen können, es gibt also eine Generation, die mit uns bloggt und auf Wiki schreibt und sonstiges. Das haben wir in all diesen 7 Jahren also nie beobachten können. Für uns noch spannend ist diese Analyse, wo wir versucht haben, Gruppen zu bilden und zu schauen, also verhalten sich die ähnlich. Für uns eine spannende Frage war, beeinflusst Facebook WhatsApp? Also gibt es jemanden, der Facebook braucht, dafür kein WhatsApp und umgekehrt. Das hat sich alles nicht bestätigt, weil alle farbigen Linien sind das immer ein Profil und die sind immer gleich hoch. Also es zeigt sich, dass die Leute eher in WhatsApp sind, geringfügig, aber genauso in Facebook. Das heißt, es gibt also nicht einen Kommunikationschannel, sondern das ist ein Kommunikationsverhalten, das also durch verschiedenste Programme sich einfach durchzieht. Ja, da komme ich immer zum Schluss. Diese oftmals gepriesene Next Generation, wie auch immer, zeichnet sich durch eine sehr gute technische Ausstattung aus. Also ich hätte gern so zu studieren begonnen, also wirklich. Zu sagen, ich habe auch diese Möglichkeiten. Sie haben eine durchaus hohe Kommunikationskompetenz, das heißt, Sie können auch diese Programme nutzen und Sie WhatsAppen und Facebooken aus der Vorlesung raus, das ist alles kein Problem. Und leider für uns noch, Sie haben eine primär passive Nutzung moderner Web-Applikationen. Überrascht nicht wirklich, weil das ist also auch etwas, das, wie gesagt, die Aktivität da drinnen ist natürlich in der Regel immer gering, aber es ist sehr deutlich gering. Und dann habe ich als drittes, jetzt gehe ich noch einen Alterssprung hoch, letztes Jahr eine Umfrage zu E-Learning gemacht an der Technischen Universität Graz, also quasi die, die schon studieren und beziehungsweise die vielleicht auch bald aufhören. Wir haben immerhin einen Rücklauf gehabt von fast 1500, das ist also auch für mich überraschend hoch gewesen, was heißt, also das muss den Studierenden Anliegen gewesen sein, damit ist sie auch repräsentativ. Und ich habe also, das würde ich in einen eigenen Vortrag bringen, aber 4 Aussagen rausgegeben, wo wir schon sagen, über das müssen wir also ein bisschen nachdenken. Und zwar mal ganz klar, also korreliert, das ist also statistisch jetzt also untermauert. Ältere Studierende nutzen ganz allgemein soziale Netzwerke und auch das Lernmanagementsystem der Universität weniger intensiv als Jüngere. Gut, es ist nicht überraschend, aber es ist damit also auch schwarz auf weiß, dass wir so, je jünger der Student ist, wenn er anfängt, der kommt an die Universität und sagt, wo ist denn das alles? Ja, also wo kriege ich die Materialien? Die verwenden das auch toll. Bei den Älteren ist es also durchaus noch etwas zäher. Spannend war für mich auch das, dass natürlich auch abgefragt wird, wie hoch ist die berufliche Tätigkeit parallel zum Studium und die wird ja bekanntlich auch immer größer. Je intensiver Sie berufstätig waren, umso höher schätzen Sie dann plötzlich die Bedeutung von E-Learning ein, weil Sie also eben auch zu diesen Dingen allen kommen und nutzen also auch das Lernmanagementsystem wesentlich effektiver. Das heißt also, je höher und je mehr unsere Studenten parallel zu tun haben, umso wesentlich wichtiger werden natürlich auch diese Dinge, weil sie also anders dann oft keine Möglichkeit mehr haben. Und für uns sehr markant ist, dass wir, und das ist also schon, Sie haben gesehen, ich habe 1500 Rückmeldungen gehabt und ich habe 577, also fast 600 Kommentare bekommen. Also ich habe in meinem Leben noch nie so viele Kommentare gekriegt bei einer Umfrage. War ich auch erstaunt. Und ein Viertel dieser Kommentare, also die waren ja alle, wissen ja nicht, was der andere schreibt, haben einfach gefordert, sie wollen mehr Aufzeichnungen. Sie wollen mehr Vorlesungen haben, damit sie das also auch anders nutzen können. Nicht nur im Sinne dessen, dass sie zu Hause bleiben können, sondern dass sie das nachbereiten können, vorbereiten können, im Sinne also dessen, dass sie also wesentlich flexibler mit Content umgehen können. Sie 20%, und das ist für uns gut natürlich als zentrale Einrichtung, wollen mehr Zentralisierung. Das ist auch spannend, also die einfach sich aussprechen und sagen, also ich will nicht immer bei jedem Institut ein neues Passwort verwenden müssen, ich will eigentlich zentral im Lernmanagementsystem alles haben. Den Studenten ist es relativ egal, ob das nett ausschaut oder nicht nett oder die Userfläche, also über das haben sie genauso geschimpft, aber sie wollen es zentral haben, sie wollen sich eigentlich nicht darum kümmern, wo jetzt verdammt nochmal wieder die Unterlagen sind und da gibt es schon wieder ein neues Passwort und keine Ahnung, wie man dorthin kommt. Also das ist gesagt, dass ich vermute, dass es hier ähnlich ist, ja, dass also es sehr, sehr viele Internetauftritte gibt und jeder das schön machen will, alles klar, aber das ist für den Studenten eigentlich eine Behinderung. Ja, und dann gibt es natürlich noch 7%, das ist auch eine sehr hohe Sache, die also wirklich sagen, wir wollen mehr Online-Inhalte, wir wollen also, dass da mehr passiert und dass auch mehr Dinge zurückkommen, mehr E-Book, dass es gibt, mehr interaktive Übungen, da muss doch eigentlich schon viel mehr laufen. Ja, ich habe das in diesem Satz also zusammengefasst, in einem Satz, was durchaus nicht so leicht ist.
Studierende, wie gesagt, haben einen einerseits sehr pragmatischen Zugang. Es ist nicht so, dass sie sagen, ja, wir wollen alles mehr und super toll und endlich E-Learning. Aber sie fordern halt mehr digitale Angebote und Inhalte. Andererseits ist für sie E-Learning, und das ist auch spannend, das korreliert auch, ein Faktor zur Einschätzung der Qualität der Hochschule. Also sie gehen schon davon aus, dass wenn das E-Learning-Angebot gut ist und dass das eigentlich etwas ist, was für sie gemacht wird, und sie sehen das in starker Korrelation eben zur Qualität der Lehre, sowie auch als Erfolgsfaktor, das ist auch gekommen für das zukünftige Berufsleben, weil sie natürlich auch wissen, dass wir morgen ohne Digitalität auch nicht überleben können und dass also Kollaboration online und so weiter immer wichtiger wird. Wenn ich mich jetzt nicht verdammt habe, war das die letzte Folie. Ja, ich sage danke für die Aufmerksamkeit und Fragen bitte gerne.